Jesus entlarvt den Pharisäer, eine Situation, die vielleicht ja darauf angelegt war, Jesus eine Falle zu stellen oder bei diesem Essen, wo viele anwesend waren, Jesus auf Herz und Nieren zu prüfen, was er da eigentlich so tut und wie er sich versteht. Nochmal vielleicht auf die heiklen Dinge zu sprechen zu kommen, wie ist das denn eigentlich mit dem Sabbat und was du da am Sabbat immer tust. Aber der Pharisäer braucht all diese Gesprächsthemen schon gar nicht. Das, was Jesus hier tut, war ganz bestimmt nach den damaligen Regeln, den Benimmregeln, nicht in Ordnung, zuzulassen, dass die Frau dem Rabbi die Füße benetzt mit ihren Tränen und sie küsst und liebkost. Und doch lässt Jesus gewähren. Nicht zuletzt deswegen, um den Pharisäer zu entlarven, dass er alles hat vermissen lassen, was eigentlich guter Ton gewesen wäre eines Gastgebers in der damaligen Zeit. Wenn er tatsächlich meinen würde, wie er ihn hier anspricht. Sprich, Meister, sagt er zu ihm und zollt ihm damit verbal Hochachtung. Jesus zeigt aber natürlich schon mit Messerschärfe und er weiß, was das dann für ihn für Konsequenzen haben wird, dass er das, was er sagt, wohl offenbar gar nicht meint. Er ist ihm offenbar gar nicht so wohlgesonnen. Und so wird aus dieser Geschichte ein Lehrstück, aber nicht so, dass der Pharisäer diesen Jesus überführen könnte oder enttarnen könnte, dass er sich irgendwie regelwidrig verhalten würde, sondern genau das Gegenteil. Das, was der Pharisäer an Jesus bemängelt, das tut er schon längst selbst. Mal ganz davon abgesehen, dass er den Blick Jesu auf den Menschen noch gar nicht verstanden hat. Dass der Mensch immer über dem Gesetz steht, also das Wohl des Menschen. Und wenn es darum geht, einem Menschen mehr Heil und mehr Freiheit und mehr Liebe zu schenken, dass da kein Gebot im Wege stehen kann. Denn das ist das höchste Ziel unseres Menschseins überhaupt, ein anderes Geschöpf Gottes zu ehren. Warum sollte daran irgendein Gebot hindern? Geht es doch in den Geboten um ein Mehr an Leben und wie gutes Leben ist und wie alle Menschen zum guten, gelingenden und wertvollen Leben eben zum Heil finden können. An der Frau und an ihrer Sünde statuiert Jesus ein Exempel und stellt ihre Regeln ein Stück weit auf den Kopf, die sie denken, wer gesündigt hat, muss bereuen und muss Reinigungsopfer oder was auch immer, auf jeden Fall ein Opfer tun. Jesus sagt, wer Sünde auf sich geladen hat, der hat auch vielleicht in der Vergebung, wenn ihm jemand vergibt, Liebe gefunden. Und wem viel vergeben wurde, der kann dann auch viel lieben. Denken wir an den, der heute in der Lesung von sich selbst sagt, er sei der Letzte in der Reihe, zu dem der Herr kam, die Missgeburt.
Paulus sagt das von sich. Und welchen Ausfluss eigentlich in seinem Leben das Versöhnungsangebot Jesu hat. Vor den Toren von Damaskus, als aus Saulus Paulus wurde. Natürlich musste er erst wachgerüttelt werden aus seiner blinden Überzeugung, Christen den Garaus zu machen, weil sie auf dem Holzweg seien. Aber es wurde ihm verziehen. Und so viel er zuvor getan hatte, sogar gegen das Leben von Menschen, so viel Liebe, so viel für die Menschen konnte er tun durch die Vergebung, dass ihm jemand ein Versöhnungsangebot gemacht hat, ihn einfach geliebt hat, angenommen hat, so wie er war. Die Veränderung, die Entwicklung, Schwestern und Brüder, ist eine Konsequenz der Liebe. Nicht andersrum. Wir machen das gerne andersrum. Du musst dich ändern, damit ich dich lieben kann. Das ist eher das, was wir im Kopf haben. Jesus macht das anders. Die Liebe ist vorgängig. Die Liebe ist das Erste. Jemanden anzunehmen und ihm zuzutrauen, ihn nicht aus dem Vertrauen zu lassen, dass er sich entwickeln kann, ermöglicht erst die Entwicklung. Durchaus Grund, Schwestern und Brüder, heute darüber nachzudenken, wie gestalte ich denn meine Beziehungen? Was erwarte ich von anderen? Und wie sehr bin ich in der Art und Weise, wie ich meine Beziehungen lebe, in der Spur dessen, dem ich nachfolgen möchte?